Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest bis jetzt ein wunderbares Wochenende und genieß jetzt noch schön den Sonntag, bevor dann am Montag entweder Arbeit, Schule oder Studium wieder losgeht. Aber kannst du heute auf jeden Fall nochmal schön entspannen. Und heute geht's auf jeden Fall um ein besonderes Thema. Wie ihr wahrscheinlich hier oben schon im Titel lesen konntet oder könnt, geht es nämlich heute um so ein kleines Channel-Update. Das heißt, ich werde heute ein bisschen darüber reden, was jetzt auf meinem Kanal so kommen wird und vor allen Dingen, wie oft etwas kommen wird und worum es jetzt im Endeffekt so geht. Ja, und zwar ist es so, dass ich jetzt ab Montag, sprich für dich, wenn du es jetzt gerade siehst, ab morgen bin ich wieder am Arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt wieder meine 3-Monate-Phase, wo ich 3 Monate am Stück arbeite. Ja, und bei der Arbeit ist es halt immer was anderes, weil ich viel mehr Zeit physisch irgendwo anwesend sein muss als während dem Studium, weil die Vorlesungen waren ja erstens nur 3 Tage die Woche und zweitens waren die ja auch nur meistens, zumindest ist natürlich immer unterschiedlich gewesen, aber meistens irgendwie von 9 bis 4 Uhr oder so. Und jetzt bei der Arbeit ist es natürlich so, dass ich dann immer jeden Tag von 9, halb 10 bis mindestens mal 6 Uhr arbeite und dann irgendwie bis um 7 Uhr zu Hause bin oder so. Und deswegen ist es natürlich nicht mehr so einfach, so wie ich, jetzt mein tägliches Leben zu filmen, wenn ich um 7 Uhr erst zu Hause bin, um dann irgendwas noch zu filmen. Das ergibt ja keinen Sinn, das ist ja auch nicht spannend für euch so und ergibt ja keinen Sinn in dem Sinne, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das so machen werde, dass ich weg von diesem täglichen gehen werde. Das heißt, ich werde jetzt nicht unter der Woche dann irgendwie noch diese 3-4 Stunden filmen, bevor ich schlafen gehe, was ich dann noch so mache. Sondern ich werde das dann so machen, dass ich dann am Wochenende Videos rausbringe. Hallo Bonnie, möchtest du, dass ich dir werfe? Möchtest du wirklich? Sorry, Bonnie hat ein bisschen interrupted hier. Aber ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass ich dann an Wochenenden einfach meine Tage filme. Sprich im Endeffekt sozusagen dann wieder Vlogs machen werde. Aber noch dazu möchte ich natürlich dann dadurch, dass ich dann unter der Woche mein tägliches Leben nicht mehr filme, es sei denn natürlich, es steht was total Besonderes an. Also zum Beispiel, ich weiß, dass jetzt meine Arbeitsphase ist an einem Montag mein Geburtstag und den will ich natürlich auf jeden Fall trotzdem filmen. Also es wird natürlich diese Ausnahmen geben, aber nur wenn etwas Besonderes ansteht, aber jetzt nicht einfach mein tägliches Leben. Das wird wie gesagt nur an den Wochenenden der Fall sein, dass ich dann da filme, was ich da so tue und was ich vorhabe, wenn irgendwas Cooles ansteht. Und noch dazu werde ich mehr von diesen Videos machen, wie ich schon vor, ich glaube, 1,5 oder 2 Wochen gemacht habe. Dieses Wer würde eher, was ich da mit Justine gemacht habe. Das heißt, es wird mehrere Videos geben, die dann so Sit-Down-Videos sind. Oder Challenge-Videos oder sowas alles. Also in dieser Art habe ich mich jetzt schon in den letzten Tagen so ein bisschen informiert, was man da so Cooles machen könnte. Da gibt es auf jeden Fall relativ viele Sachen, die sehr, sehr interessant werden könnten und die sehr, sehr spannend klingen, finde ich zumindest. Und das heißt, da wird auf jeden Fall auch noch einiges auf euch zukommen, die dann was dann, also Videos, die dann weg vom Vloggen gehen, sondern hin zu Challenges oder wer kennt wen besser oder wer würde eher oder 24 Stunden bestimmt Instagram mein Leben oder keine Ahnung. Also ich will jetzt auch nicht zu viel sagen so, aber es wird auf jeden Fall einiges Spannendes auf euch zukommen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Und noch dazu ein kleines Update übrigens zu der Wette. Also wenn ihr wirklich euch noch dran erinnern könnt, wo ich die Wette mit Justine gemacht habe, wo es darum ging, dass wir 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen müssen, dann müsst ihr auf jeden Fall mal ganz kurz dieses Video liken, weil ihr seid auf jeden Fall die treuen Supporter. Dankeschön auf jeden Fall. Und zwar war es ja nämlich so, dass an die Leute, die es jetzt nicht geguckt haben, dass der Wetteinsatz ja relativ hoch war. Und zwar war es bei mir, es ging natürlich darum, wer dann diese 3 Tage in der Woche ins Fitnessstudio gehen halt nicht mehr einhält. Und bei mir wäre es gewesen, dass ich meine Haare blond färbe. Und bei Justine wäre es gewesen, dass sie einen Tag lang zu egal was ich ihr sage oder was ich sie frage, sie muss zu allem Ja sagen. Das heißt, im Endeffekt natürlich ist ihre Bestrafung eigentlich noch viel schlimmer, weil ich ja dann rein theoretisch auch sagen könnte, ja, geh jetzt zum Friseur oder möchtest du jetzt zum Friseur gehen und dir deine Haare blond färben, dann müsste sie ja mit Ja antworten. Sie muss ja, wie gesagt, auf jede Frage mit Ja antworten.
Und sie hat sogar verloren. Und das ist halt das Coole daran. Das ist auch ein weiteres Video, was auf jeden Fall kommen wird. Da habe ich schon mega, mega Bock drauf. Da bin ich auch voll froh, dass ich das gewonnen habe. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ja, also in dieser Art werden dann mehr Videos kommen. Ich wollte nur mal so ein kleines Update geben, dass es jetzt auf jeden Fall nicht mehr so sein wird, dass ich so viele Videos wie jetzt im Moment poste, dass es nicht mehr täglich kommen wird, sondern in unregelmäßigeren Abständen unter der Woche. Am Wochenende wird auf jeden Fall immer was kommen, aber unter der Woche wird es unregelmäßig sein, da kann ich nicht allzu viel voraussagen. Noch dazu ist es ja auch so, dass jetzt gerade im Juli, August und September stehen ja relativ viele Reisen für mich an. Da kommt auf jeden Fall auch noch einiges auf euch zu. Wie zum Beispiel jetzt nächste Woche Mittwoch. Das heißt, ich arbeite dann Montag und Dienstag und bin dann ab Mittwoch direkt auf dem Frauenfeld-Festival, wo natürlich auch ein Video drüber kommen wird, zwei bestimmt. Also ich werde das, glaube ich, wieder unterteilen. Einmal ohne meinen Gelaber und einmal mit meinem Gelaber. Dann ist es ja so, dass ich Ende Juli nach Mallorca fliege. Das wird auch ein mega cooler Urlaub, werde ich auch auf jeden Fall filmen. Und ja, im August stehen auch noch total viele Sachen an. Ich will jetzt gar nicht zu weit in die Zukunft sprechen. Das Video soll auch nicht allzu lang werden. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr es verstehen könnt, ich meine, es ist ja im Endeffekt positiv für beide. Euch würde es wahrscheinlich nicht so interessieren, was ich dann nach der Arbeit noch mache, was ja echt nur noch eine kurze Zeit ist, bevor ich schlafen gehe. Und für mich, ich habe dann halt auch nicht mehr den Stress, dass ich dann abends nach der Arbeit noch was filmen muss und das dann noch schneiden muss und dann vielleicht zu spät schlafen gehe und dann noch müde auf der Arbeit bin und so. Es hat ja alles keinen Sinn. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt. Und ja, wenn ihr euch darauf freut, was jetzt in der Zukunft noch alles kommen wird, dann hinterlasst auf jeden Fall super, super gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ihr irgendwie trotzdem noch mich weiter supporten werdet, obwohl jetzt nicht mehr täglich was kommt, wofür ich ja eigentlich stehe, was dann auch erst wieder in der Studienphase so sein wird. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall super darüber freuen, wenn ihr mich weiter supporten würdet und bald wieder vorbeigucken würdet. Bis dann.